Hey, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal mit dabei seid. Das ist ein guter Grund, um Schokopudding mit frischen Erdbeeren zu machen. Jetzt fangen wir schon an. Zwar sind die Zutaten 500 Gramm Milch, natürlich frische Erdbeeren, ein Paket von Pudding. Ich nehme ja so einen Fertigpudding, den ich gleich selber herstelle. 50 Gramm von Zucker. Natürlich auch noch 500 Gramm Milch. Jetzt fangen wir an. Macht mal 60 Gramm von der Milch in die Tasse. Das sind ungefähr so 6-7 große Löffel, also Esslöffel. Die restliche Milch schütten wir hier in den Topf rein. Stellen Sie auf die Herdfläche, machen diese an. Mein Herd hat 6 Stufen. Ich mache es dann auf die 4. So, von den 60 Gramm stellen wir hier wieder unser Gerät auf 0 und können dann 50 Gramm Zucker abwiegen. Das sind mehr oder weniger auch so 5 Esslöffel oder so. Dann nehmen wir hier unsere Verpackung mit dem Puddingpulver, machen das schön in die Tasse rein. So, nichts vergessen, nochmal ein bisschen schütteln. Hier haben wir dann unseren Quirl und quirlen das Ganze einmal links, einmal rechts, einmal hoch, einmal runter, so bis es alles schön verquirlt ist. Jetzt nehmen wir unsere Erdbeeren und waschen die mal. Fertig gewaschen. Dann geht das Schneiden schon los. Bevor wir es schneiden, ist es natürlich auch ganz wichtig, einmal einen Produkttest durchzuführen. So, erst eine, dass wir uns sicher sind, dass der Produkttest auch wirklich bestanden ist, probieren wir dann noch eine. In der Hälfte machen wir dann nochmal einen Produkttest, sozusagen eine Stichprobe, Anfang, Mitte, Ende. Auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, das ist nämlich gratis und dann verpasst ihr vielleicht auch kein Video mehr von mir. Zwischendurch ja nochmal unsere Tasse in die Hand nehmen, alles nochmal umrühren. Wenn wir diese ganzen Arbeitsschritte vollzogen haben, wird auch unsere Milch langsam so weit sein, dass sie kocht. Wenn das der Fall ist, rühren wir sie noch einmal ein bisschen um, dass auch nichts am Topf anbrät. Nehmen Sie von der Kochfläche runter, schütten hier den Inhalt von unserer Tasse rein. So noch ein bisschen abschöpfen, dass auch wirklich alles verwertet wird. Schön umrühren alles, links und rechts, wieder auf die Kochfläche stellen, weiter rühren. Das machen wir dann so lange, bis wir sehen, dass hier unser Gemisch, da jetzt der Pudding schon ist, schön blubbert. Wenn es genügend blubbert, stellen wir das Ganze einmal auf 0, drehen es noch einmal links und rechts, nehmen es von der Kochfläche runter, rühren es erneut, dann ist es auch schon fertig. Was wir jetzt hier nicht sehen in diesem Video, das Ganze muss jetzt mindestens 2 oder 3 Stunden kühlen, so dass man es dann auch bequem essen kann. Sonst vielleicht bekommt man Bauchschmerzen, wenn es zu warm ist. Und dann schmeckt es auch besser, wenn es ein bisschen kühler ist. Natürlich auch einmal probieren, ob der Pudding auch wirklich gut geworden ist. Das ist bei mir der Fall. Da kann man sich freuen. Jetzt nimmt man die Erdbeeren, macht ihn in den Pudding. Dann ist das Ganze auch fertig. Wer kreativ sein möchte, kann auch erst die Erdbeeren nehmen und dann den Pudding drauf. Da sind wirklich der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. So, hier haben wir das leckere Produkt. Dann wollen wir es doch einmal probieren. Schmeckt wirklich gut. Also, es ist gelungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, abonniert mich, kommentiert mich und gebt mir ein Like. Tschüss. Wem es gefällt, der kann gerne auf meinem Kanal ein bisschen stöbern. Da gibt es noch viele Videos mehr. Und hier gibt es auch eine kleine Auswahl von weiteren Videos. Einfach draufklicken und ansehen.